Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist Mandy mal wieder live. Ja, wie es schon in der Überschrift steht, eigentlich wollte ich heute ein Achtsamkeitsvideo machen, hatte mir einen Reminder gesetzt. Und dann ist etwas in der Welt passiert, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht einfach nur ein Achtsamkeitsvideo machen. Also ich bin auch gerade noch richtig so ein bisschen tatsächlich aufgewühlt und deswegen habe ich gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal, vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und gehe hier jetzt einfach mal live, um mit dir ein bisschen in die Reflexion zu gehen oder dir auch eine Idee zu geben, wie man vielleicht damit umgehen kann. Es ist einfach eine Inspiration. Du kannst das gerne nehmen wie ein Buffet und nimmst dir das runter, was du gerne magst oder auch nicht. Ja, wie geht's dir heute gerade? Ich weiß nicht, ob du die Nachricht schon bekommen hast. Ich schaue ja gar keine Nachrichten. Das ist ja schon mal das Verblüffende, dass trotzdem durch soziale Medien und so weiter auch der Ukraine-Russland-Konflikt sozusagen in meinen Themenfeld immer stärker gerückt ist und heute auch sozusagen in einer Eskalationsstufe, wo ich sage, das berührt mich einfach unglaublich tief. Also ich merke auch, das Herz schlägt, ich bin einfach ja gerade aufgeregt, ich bin habe ein Stück weit Angst tatsächlich, was passiert gerade. Es ist nicht so richtig greifbar tatsächlich. Und hier möchte ich dir zurufen, falls du ähnliche Gefühle hast oder das Gefühl hast, du bist aufgeregt oder vielleicht wütend oder auch irgendwie frustriert, was auch immer da sich an negativen Emotionen zeigt. Guck erst mal bei dir, was macht ganz, ganz tief drin mit dir. Und wir neigen gerne dazu, wenn wir so eine Nachricht bekommen oder etwas irgendwie Negatives im Außen passiert, das ganz schnell zu verurteilen und sagen, ja, der oder der ist schuld. Wir vergessen gerne, dass wir dann nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt sehen und nie das ganze Spektrum, was da letztendlich dahinter steht. Was wir aber machen können, wir können es ja nicht beeinflussen im Außen häufig, was wir aber machen können, ist drauf zu schauen, mit welcher Haltung gehe ich rein und wie reagiere ich darauf. Und diese Reaktion, die kannst du erstmal für dich ausmachen, indem du wirklich innen schaust, okay, bei mir ist einfach jetzt zum Beispiel diese Aufregung da, das heißt, ich gehe dann wirklich erstmal hin und spüre im Körper, wo sitzt die denn jetzt gerade? Ist die groß, ist die klein, ist die heiß, ist es kalt, ist es bewegt sich oder wie auch immer. Und die meisten werden feststellen, dass sie das erstmal im Kopf spüren und erst dann im Körper. Und dass du dann dir diesen Raum gibst, da wirklich mal hinzuatmen. Denn egal, was wir im Außen sehen, es hat immer einen Anteil mit uns zu tun. Da geht es mir jetzt nicht darum, irgendjemandem zu sagen, hier, du machst Krieg oder sonst irgendwas, sondern es geht mir darum, mal zu schauen, wo habe ich denn den inneren Krieg mit mir selber? An welchen Stellen erschaffe ich zum Beispiel Angst oder erschaffe ich Unruhe? Also im Umgang, im ganz Kleinen, in meinen Familien, in meinem Freundeskreis oder in der Arbeit, wo bin ich vielleicht nicht wohlwollend, mitfühlend zu meinen Geschäftspartnern oder was auch immer. Bei mir meinen oft, wir haben sozusagen die einzige Wahrheit und die anderen müssen sich uns anpassen. Und es ist eben nicht so. Und so ein massiver Konflikt, der ganz viele Menschen einfach betrifft. Also ich möchte einerseits gerne ganz viel Mitgefühl den Menschen, die vor Ort sind, also der Bevölkerung einfach auch schicken. Lasst uns da auch gemeinsam gerne ein bisschen hinschauen und wirklich ins Mitgefühl gehen. Und wie kann das jetzt genau gehen, wenn du jetzt merkst, oh, ich bin aber so aufgewühlt, egal mal in welche Richtung, ob Angst, ob Trauer, ob Wut, was auch immer, wie gesagt, sich zeigt, geh in die Atmung. Und es gibt eine schöne Atmung, das ist die sogenannte Herzkohärenzatmung. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das Hartness-Institut in Kalifornien forscht seit über 20 Jahren daran, dass unser Herzzentrum ein eigenes Zentrum ist, was sozusagen viel stärker unser Hirn beeinflusst als umgekehrt. Und wenn diese beiden in Kohärenz schwingen, also im Gleichklang, dann sind wir entspannt, dann sind wir mitgefühlt, dann sind wir in der Fürsorge, in der Wertschätzung und können viel besser auf andere Menschen auch eingehen und können besser auch durch solche Stresssituationen. Und viele von euch haben jetzt in den letzten 2, 3 Jahren schon sowieso ganz viel Stress auch erlebt, können wir einfach besser durchgehen. Und ich möchte dir die einfachste Variante jetzt zeigen, wie du das machen kannst, indem du einfach wirklich dein Bewusstsein, deinen Fokus mal auf deine Brustmitte, auf dein Herzzentrum konzentrierst und dort einfach mal hinatmest. Das heißt, du tust einfach so, als würdest du sozusagen über deine Brust ein- und ausatmen. Ist vielleicht, wenn man es das erste Mal macht, ein bisschen komisch, weil man das vielleicht jetzt nicht kennt. Und konzentriere dich dabei erstmal auf dein Herz. Mach das einfach mal mit. Und du kannst den Atemrhythmus selber bestimmen.
empfehlenswert ist, in eine langsame Atmung reinzugehen, weil durch dieses langsamere Atmen kommt im Kopf wieder ein Gefühl von Sicherheit an. Na, das kennst du, wenn wir unter Stress, unter Strom stehen, wenn wir bei einem Unfall, da atmen wir nicht langsam. Na, da sind wir einfach, boah, ich muss reagieren. Und wichtig ist, in solchen Modi, wo wir im Außen etwas nicht direkt beeinflussen können, nutzt uns dieser Überlebensmodus nichts. Also bei einem Unfall schon, weil da muss ich reagieren ganz schnell. Aber etwas, was in einem Konflikt, in einem Äußeren stattfindet, den ich jetzt nicht direkt beeinflussen kann, ist es nicht günstig, wenn wir in diesem Stressmodus sind. Und deswegen hier reinatmen. Entspannt ein- und ausatmen. Und wenn du so ein bisschen dein Herzzentrum fühlen kannst, wenn dir jetzt schwer fällt, pack einen Finger hier vorne drauf auf die Brustmitte, dann konzentrierst du dich darauf, weil dort der Berührungspunkt ist. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst, dann erinnere dich mal oder konzentriere dich mal auf eine Situation, wo du etwas Positives erlebt hast. Das heißt, denk vielleicht an eine Person, die du liebst oder an ein Tier oder ein Naturereignis, was dir gut getan hat oder etwas, wo du jemand gewertschätzt hast und erzeuge somit oder wofür du dankbar bist, erzeuge somit nochmal dieses Gefühl, was du damit hattest. Das ist ein herzzentriertes Gefühl oder ein Mitgefühl. Und dabei bleibst du die ganze Zeit bei der Atmung. Und du kannst es mit offenen oder mit zuen Augen machen, wie du das möchtest. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist das Schöne an der Herzkohärenz. Du kannst die jederzeit im Alltag machen. Da brauchst du nicht dich irgendwo hinsetzen und ummachen und sonst irgendwas, sondern du kannst in jedem Moment immer wieder in diese Herzenergie reingehen. Und das ist nichts Esoterisches. Wer gerne da nachlesen möchte und es wissenschaftlich braucht, sucht das Hartmess-Institut Deutschland oder auch von mir aus das Internationale. Dort liegen die ganzen Forschungsergebnisse vor. Und ich wünsche dir, dass du mehr in diese Herzenergie kommst, weil das einfach etwas Friedvolleres für dich ist. Und natürlich dann auch für deine Mitmenschen, weil du denen einfach ganz anders begegnest. Weil auch das ist nachgewiesen, dass wir ein Energiefeld um uns herum haben. Du kannst es selber spüren, wenn du quasi mit jemandem im Fahrstuhl stehst, da merkst du, da hast du so einen Abstand, wo du merkst, ah, der ist noch in Ordnung. Aber wenn er näher kommt, merkst du, ah, der ist mir aber ganz schön nah dran, obwohl er dich vielleicht nicht berührt. Und das ist dieses Energiefeld. Und wenn das eben durch die Herzkohärenz quasi sehr entspannt ist, sehr Mitgefühl, sehr wohlwollend in der Fürsorge, dann fühlen sich die Menschen bei dir wohl. Bist du aber innerlich im Stress oder irgendwie so sehr angespannt und du sagst zwar etwas Positives mit deinen Worten, dann kommt es überhaupt nicht an und da sind Konflikte vorprogrammiert. Weil die Worte alleine ohne die richtige Intention dahinter bringen nichts und es spürt unser Gegenüber. Und deswegen kommen immer wieder auch so Kommunikationskonflikte zustande. Das heißt, wenn wir Menschen anfangen, da ein Stück mehr wieder reinzugehen und mehr in diese wirklich Herzebene zu kommen, dann können wir viel besser eben im Mitgefühl sein. Also auf einer ehrlichen, authentischen Art und Weise. Und wenn du jetzt merkst, boah, aber da ist unten drunter immer noch diese Angst und diese Wut und dieser Stress, dann nimmst du dieses Gefühl und packst das auch nochmal mit ins Herz rein und sagst, okay, und das darf jetzt da sein und ich gehe gleichzeitig ins Mitgefühl. Weil das ist dieser Verwandlungsprozess. Das heißt, ich bleibe nicht in der Negativschleife oder noch schlimmer in meinen Gedanken, die dann wieder Hormone erzeugen, die dann, wenn die sehr stressig sind, die Gedanken, erzeugen die ja Hormone. Und diese Hormone erzeugen wieder negative Gefühle. Und die negativen Gefühle geben wieder einen Rücklauf ans Hirn. Ah, so will ich mich fühlen, also erzeuge ich die nächsten negativen Gedanken. Und aus diesen negativen Gedanken entstehen wieder Hormone, die wieder negative Gefühle erzeugen. Und dieser Kreislauf findet ständig permanent unbewusst in uns statt. Und deswegen sind ganz viele Menschen einfach gerade so unterwegs, wie wir es oft vielleicht auch außen beobachten. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass die Menschen sich in meiner Gegenwart anfangen zu entspannen. Woran liegt das? Weil ich immer wieder mich entspanne, immer wieder reingehe. Und sie dann auch merken, ey, das tut mir gut. Da ist jemand, der nimmt mich gerade so an, wie ich einfach bin, ohne mich zu verurteilen. Ich verurteile selber noch genug, also da bin ich keine Heilige, im Gegenteil. Es ist jeden Tag ein Übungsprozess. Ich verurteile mich ganz oft, ich verurteile auch noch manche Sachen, wo ich sage, puh. Und mittlerweile weiß ich aber, das ist einfach nur ein Etikett, was wir aufkleben und das bringt überhaupt gar nichts, sondern letztendlich
ist es wichtig, dass wir aufhören, uns zu verurteilen und dass wir aufhören, das im Außen zu verurteilen, sondern eher schauen, okay, wie kann ich anders darauf reagieren? Ja, ich danke dir fürs Zuschauen. Habt ihr noch Fragen? Hallo, liebe Helga, schön, dass du dabei bist. Habt ihr noch Fragen dazu? Also, wer, wie gesagt, sich noch mehr mit der Herzkohärenz auseinandersetzen möchte, das Hartmut-Institut bietet gerade einen 5 Tage kostenfreien Online-Workshop dazu an, wo du eben auch noch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse bekommst, noch mehr die Technik einüben kannst und dich damit noch mehr auseinandersetzen kannst. Ansonsten üb das wirklich einfach immer wieder. Kurze Sequenz, konzentrier dich auf die Brustmitte, auf dein Herz, atme dort rein und raus. Und dann gehst du sozusagen in ein positives Gefühl, wo du sagst, oh, boah, das war eine tolle Situation oder boah, der Mensch ist mir wichtig oder dieses Naturereignis war toll oder mein Haustier oder was auch immer, was dir ein positives Gefühl macht. Und dann bleibst du in diesem Gefühl und gehst zum Beispiel mal in die nächste Besprechung heute im Alltag oder da, wo du gerade mit Menschen unterwegs bist, machst du vorher, geh auf Toilette, wenn du keinen Raum hast, wo du sagst, oh, ich traue mich das nicht im Alltag zu machen, dann gehst du auf Toilette, atmest mal so rein und gehst dann in das nächste Gespräch oder Telefonat und dann wirst du merken, diesen Unterschied, den es ausmacht für dich und auch für das Gegenüber. Ja, ich hoffe, dass das ein kleiner Impuls ist, der dir hilft und ich freue mich, wenn du das nächste Mal live dabei bist. Alles Liebe für dich, gerne gib in die Kommentare, was dir noch hilft, wie es dir heute geht. Und ich bin gern mit dir im Austausch. Alles Liebe, die Mandy.